Hallo und herzlich willkommen beim Rebell.at Gaming Podcast. Heute mit einer Sendung zu Insurgency Sandstorm. Über das sprechen heute der Georg Pichler. Hallo Georg. Hallo. Und ich, der Tom Schaffer. Wir sind heute zu zweit, nachdem der Sigi dieses Wochenende in Wien gewesen ist und wir das dann mit dem Sound nicht so hingekriegt haben. Sonst hätten wir nämlich über Into the Breach gesprochen, was jetzt wahrscheinlich nächste Woche passieren wird. Und deshalb sprechen wir jetzt über Insurgency Sandstorm, das wir jetzt seit einigen Wochen besitzen und spielen, der Georg und ich. Georg, drei Sätze, was ist das? Insurgency Sandstorm ist ein auf realistisch getrimmter, klassenbasierter Multiplayer-Shooter. Genau, Multiplayer-Shooter hat. Im Prinzip ist er aufgeteilt in zwei verschiedene Spielarten, nämlich kooperativ oder kompetitiv. Das Spiel ist von, lass mich nichts Falsches sagen, New World Interactive heißen die, glaube ich. Es ist der zweite Teil der Serie. Der erste ist so sehr beliebt in einer gewissen Nische. Der ist damals noch so auf der 2014, glaube ich, ist er offiziell erschienen, 2013 so in Early Access, auf der Source Engine. Der neue Teil des Insurgency Sandstorm, der basiert jetzt auf der Unreal Engine 4. Ja, wie gesagt, zwei Modi, die man da spielen kann, entweder gegen die KI oder kompetitiv. Konzentrieren wir uns mal am Anfang ein bisschen so auf die KI, weil mir persönlich hat das besser gefallen, Georg. Man hat im Prinzip, man spielt im Prinzip eine Map oder es glaube ich gibt bis zu 6 Maps, die man, bei denen man einen Punkt nach den anderen erobern und dann auch wieder halten möchte gegen einen Schwall an KI. Wie hat dir das getaugt? Es ist zumindest mal eine ganz nette Abwechslung für einen Coop-Modus, dass du da wirklich taktische Vorgaben hast und eben da Punkt zu Punkt einnimmst und dann verteidigst. Das finde ich mal eine nette Abwechslung. Das ist einfach nur ein reines Deathmatch quasi gegen Bots, wie du es so oft hast. Und es ist auch sehr gut umgesetzt. Die Bots sind auch nicht strohdumm, das muss man sagen, sondern die wissen, die beherrschen gewisse taktische Manöver, die schießen recht gut. Sie haben natürlich ihre Schwächen und es ist gerade bei diesem Verteidigung, beim Verteidigungsteil, wenn man einen Punkt wieder verteidigen muss, verhältnismäßig einfach Eingänge abzupassen und dann auf die Bots zu schießen, die da durchlaufen. Aber grundsätzlich macht es Spaß. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir weniger Spaß macht, als gegen Menschen zu spielen. Es ist halt schwerer gegen Menschen, weil, also ich jetzt den Shooter, also Insurgency Sandstorm noch nicht so oft gespielt habe und viele Leute einfach viel besser sind. Ja, also das ist auch für mich der Grund, warum ich diese gegen KI-Spiel momentan sehr, sehr cool finde, einfach, weil du Erfolge da hast. Du bist merkbar noch schlechter als andere Leute, die da mit dir spielen, aber so im kompetitiven Gameplay kriege ich da relativ schnell auf die Hucke und so kannst du dann doch mal ein paar Kills beitragen, kannst dich als nützlich erweisen und hast einfach einen Spaß, mal da 20, 30 Minuten das Spiel zu spielen. Wobei, man muss sagen, es geht wahrscheinlich vielen anders auch so, weil meine so typische Erfahrung mit dem kompetitiven Player versus Player-Modus war eigentlich, dass pro Team ein, zwei Spieler dabei sind, die halt komplett abgehen und dann irgendwie auch jedes Mal nach der Partie in dieser Award-Auflistung diverse Plätze einnehmen und die anderen, ja, die werden halt so mitgeschleppt und tragen gelegentlich was bei. Das ist natürlich beim Spiel gegen Bots ausgeglichener, einfach über die Gegner nicht so viel hergeben. Ursprünglich sollte das Spiel auch einen Singleplayer-Modus haben, habe ich gelesen. Der hätte auch ganz interessant geklungen. Also da hätte man eine kurdische Widerstandskämpferin spielen sollen. Das ist jetzt irgendwie dem Aufwand zum Opfer gefallen. Es ist jetzt momentan ein reiner Multiplayer-Shooter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der Stand ist, ob das noch nachgereicht wird wirklich irgendwann oder ob das einfach nur endgültig gekübelt ist. So ist es ja so, man spielt Sicherheitskräfte gegen Insurgents. Also die heißen zumindest mal nicht Terroristen. Aber es ist irgendwie so dieses bekannte Layout, wie man es auch aus Counter-Strike kennt, also arabische Rebellen gegen Sicherheitskräfte. Die Insurgents sind so, ich weiß nicht, hast du das Gefühl gehabt, das sind Good Guys, das sind Freiheitskämpfer oder so, oder ist die gut-böse Verteilung da auch relativ standardmäßig? Also in der Beschriftung zwar nett, aber optisch würde ich dann schon sagen, weil du hast dann schon die Insurgents, die Aufständischen, das sind dann halt doch so irgendwie deine typischen Leute in einschlägiger Kleidung, alle mit diesen Palitüchern und so. Ich sag mal, ein gewisses Klischee hat man da nicht ausgespart. Ja, es ist relativ schwierig zu sagen. Es ist auch ganz interessant, das Detail, dass man auf Seiten der Sicherheitskräfte Männer und Frauen spielen kann, auf Seiten der Insurgents nicht. Also da schwingt auch diese
eine unterstellte patriarchale Gesellschaft mit. Es ist ja nicht ein reales Setting. Es ist, das Spiel sagt jetzt, glaube ich, nicht explizit, es ist in Irak oder in Afghanistan, aber es stellt sie halt so dar, wie man das kennt. Und es könnte quasi in solchen Gegenden spielen. Ich habe das jetzt mich mit dem Lore nicht so auseinandergesetzt, um das politisch endgültig beurteilen zu wollen. Wollte es aber ganz kurz erwähnt haben. Ja, eventuell ist das ja auch ein Mitgrund dafür gewesen, dass es jetzt keinen Singleplayer gibt, weil man natürlich, wenn man jetzt einen Modus macht, wenn man eine kurdische Widerstandskämpferin spielt, dann macht man sich natürlich politisch ein gewisses Fass auf. Das kann riskant sein, das könnte auch Spieler abschrecken, was dann aber ganz normaler Multiplayer-Modus, wo du keine dezidierten Zuschreibungen hast, natürlich nicht ist. Das hat man eventuell einfach der Massentauglichkeit geopfert. Bin ich nicht sicher, also ich glaube, man hätte das durchaus erzählen können und ich hätte das schon spannend gefunden. Das wäre mal anders als diese AAA-Geschichten, wo toller westlicher Superheld bringt 14.000 Araber am Weg zum Weltretten um. Also weibliche kurdische Widerstandskämpferin, natürlich ist das politisch brisant, aber genau deshalb vielleicht auch nicht uninteressant. Ja, ich hätte es cool gefunden. Die Frage ist halt, ob du so viele Spieler erreichst wie mit einem non-deskripten, sage ich mal, Multiplayer-Setting. Okay, also ich glaube, wir haben es aber jetzt mal gut zusammengefasst. Insurgents gegen Security Forces in einem kompetitiven und in einem kollaborativen Modus. Reden wir ein bisschen über das, was das Spiel eigentlich abhebt. Das ist einerseits das Gameplay, zu dem kommen wir vielleicht noch ganz, aber reden wir vorher über die Inszenierung. Es ist jetzt nicht so, dass Insurgency Sandstorm so gut ausschaut wie Battlefield 5, aber es sieht deutlich detaillierter gemacht als PUBG, was natürlich logisch ist, die Maps sind um einiges begrenzter, die Engine ist theoretisch dieselbe, aber die Maps sind einfach in einem komplett anderen Fokus. Ich finde diesen Detailgrad, der genügt für mich in fast allen Situationen völlig. Also nur so am Start, wenn du dann deinen Gegnern ein bisschen, deinen Mitspielern für 30 Sekunden nachrennst, wo es zum ersten Encounter kommt, da hast du ein bisschen Zeit, dich umzuschauen und da schaut es dann teilweise ein bisschen tröge aus. Aber sonst, finde ich, schaut es eigentlich ziemlich gut aus. Und du? Für einen Multiplayer-Shooter ist es echt ziemlich detailliert sogar. Da gibt es durchaus andere Games, die nicht so alt sind, die diesen Detailgrad nicht hinkriegen. Und wie du schon sagst, selbst da, wo es vielleicht ein bisschen grob schlechtiger ist oder wo halt einfach nicht so viel zum Sehen ist, das geht dann im Kampfgeschehen ziemlich unter. Also ich sag mal so, wenn ich mir überlege, wie ich jetzt durch irgendein Haus renne, um die Gegner zu flankieren, habe ich jetzt nicht großartig Zeit, mir Gedanken über die Inneneinrichtung dann zu machen. Das stimmt, aber ich finde, es wirkt auch so wie ein einigermaßen realer Ort, also der Detailgrad passt. Es ist nicht so, wie dass du durch leere Hallen mit Kisten drinnen rennst die ganze Zeit, sondern... Ja, es ist glaubwürdig und sehr individuell gestaltet, also es ist jetzt nicht irgendwie endloses Recycling von denselben Assets überall, sie haben sich schon Mühe gegeben, dass das alles irgendwo, sag ich mal, handcrafted ausschaut und organisch wirkt. Und wenn es dann losgeht, also so richtig ins Geballer und so, dann wird es auch spektakulär, weil ich finde, mit den Effekten, auch grafisch, machen sie schon enorm viel. Also wenn dort die Molotow-Cocktails herumfliegen und die Rauchgranaten hochgehen und die Schüsse einschlagen und so weiter und so fort und das Mündungsfeuer aufblitzt im Rauch oder so, das schaut alles ziemlich gut aus, die Luftschläge daherkommen. Aber es ist nicht nur die Grafik, ich meine, grafisch inszeniert ist ja schon sehr gut, aber bombastisch finde ich einfach vor allem das Sounddesign in diesem Spiel. Also es hüllt dich wirklich ein in diese Settings. Es sind zum einen natürlich diese ganzen Explosionen und Waffengeräusche von sehr hoher Qualität. Also ich bin jetzt nicht der große Waffenexperte, aber es fühlt sich alles sehr, sehr richtig an. Du hast nicht das Gefühl, du schießt mit einer Spritzpistole, sondern wenn du mit einem Maschinengewehr schießt, dann hast du auch das Gefühl, du schießt mit einem Maschinengewehr. Da gibt es Spiele, die machen das wesentlich schlechter. Also Ring of Elysium wäre so ein Ding. Da ist das Gunplay zwar allgemein eher meh, also aber die Waffengeräusche klingen einfach sehr hohl. Und bei Insurgent ist das krasse Gegenteil. Da macht es richtig Wumms. Du hast das Gefühl, du bist drinnen. Dann wird es garniert, eben mit dem Knistern von Feuern, das sehr realistisch gemacht wird. Diese Schreie, sei es Kommandos, sei es Schmerzensschreie, whatever. Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich immersiv. Kann ich nur unterstreichen, das Sounddesign ist herausragend. Auch die Verortung von Gegnern ist nie ein wirkliches Problem und es ist einfach enorm immersiv. Teilweise ist es ein bisschen arg sogar. Also man muss das jetzt wissen, ich will das gar nicht beurteilen, aber wer sich gerne einen Multiplayer-Shooter reinzieht und das vielleicht aber eher auf harmlose Weise tun will, da ist Insurgency an manchen Stellen schon
C, was die Gewaltdarstellung anbelangt, geht einen Schritt weiter als andere Spiele. Wenn du in einem Raum bist, in dem ein Brandsatz geworfen wird und die Leute drin verbrennen, das ist nicht wahnsinnig schön, das ist durchaus ein eindrucksvolles Erlebnis, muss man sagen. Oder auch so diese Todeskämpfe von Leuten in deiner Umgebung, das fühlt sich jetzt nicht gut an, so in der Richtung, sondern das fühlt sich in einer gewissen Form authentisch an. Ich will jetzt nicht sagen, dass man nach Insurgency Sandstorm weiß, wie sich Krieg anfühlt, das ist ein blödes Klischee, aber es geht einfach einen Schritt weiter als andere Spiele, die ich da. Ja, es ist halt kein Spiel, das man jetzt irgendwie 10-Jährigen vorsetzen sollte. Definitiv nicht, und auch wenn man selbst halt nicht so Freude dran hat, dann ist es vielleicht nicht das Richtige, aber das passt insgesamt schon zum Spiel, weil kommen wir jetzt ein bisschen zum Gun und Gameplay, was du schon kurz angesprochen hast. Erstens, da würde ich gerne ergänzen, eben, also ich habe jetzt nicht so das Problem damit, dass da ärgere Sachen drinnen sind. Ich finde, es trägt zum Feeling bei, aber wie du sagst, es ist Geschmacksfrage. Aber allein das Sounddesign war für mich der Grund, dieses Spiel überhaupt zu probieren. Weil die Sorte Shooter ist normal eher nicht so mein Spiel. Also was verzweifle ich recht flott. Das ist auch der Grund, warum ich nie viel Counter-Strike gespielt habe. Aber allein das Sounddesign, das ich mal gesehen habe, als die Entwickler das live gestreamt haben, war eigentlich ein Grund für mich, dass ich das zumindest ausprobieren musste. Und insofern hat es mich nicht enttäuscht. Aber es macht mir, weil du sagst, wir kommen zum Gameplay, eher auch auf andere Ebene Spaß. Genau. Das Gameplay, also wenn du mich fragst, Insurgency fühlt sich an wie ein neues Spiel. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, das ist wie Counter-Strike oder okay, das ist wie Battlefield oder okay, das ist wie PUBG. Sondern es nimmt aus all diesen und anderen Spielen Inspirationen und mischt sie zu etwas zusammen, das sich so anfühlt, als wäre es was Eigenes. Muss ich sagen, sehe ich nicht ganz so. Also es nimmt sich natürlich, also es fühlt sich deswegen anders an wie Counter-Strike, was einfach modern ist. Es rennt mit der Unreal Engine, man hat Dinge drin wie Piken und so weiter, die man von einem Taktik-Shooter mittlerweile eigentlich erwarten müsste. Und Counter-Strike, wir haben es ja schon erörtert, es gibt ja den Podcast zu Counter-Strike Danger Zone, den wir vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht haben. Jedenfalls Counter-Strike fühlt sich an wie in der Zeit stehen geblieben mittlerweile. Und dieses Spiel ist eigentlich das, was Counter-Strike heute sein könnte, wenn es sich seit Global Offensive weiterentwickelt hätte, was es nicht hat. Sind die Maps größer und die Objectives sind ein bisschen anders gestaltet? Okay. Also das Gunplay ist anders, die Maps sind größer, es gibt mehr Waffen, die Maps sind anders gestaltet, der Modi ist anders, aber du sagst, das ist eigentlich wie Counter-Strike. Das Grundkonzept ist das gleiche. Du hast quasi Sicherheitskräfte gegen Terroristen, Insurgents, whatever, und es geht halt irgendwie um ein Objective, und in dem Fall musst du halt nichts in die Luft jagen. Das ist der Modi. Aber schau, das Spiel ist schon... Ich sehe den grundsätzlichen Gameplay-Unterschied nicht. Also ein riesiger Unterschied ist allein, dass du beim dritten Treffer im Eimer bist. Das ist bei Counter-Strike überhaupt nicht so. Es ist so extrem reduziert, was das HUD anbelangt. Also es spielt sich überhaupt nicht wie Counter-Strike. Du hast schon recht, Counter-Strike, wenn es sich entwickelt hätte, könnte viel näher an dem heute dran sein. Also wenn du heute ein Counter-Strike von null beginnst und sagst, du möchtest all diese realistischen, authentischen Sachen drin haben, ja. Naja, aber so wie es ist, hat es nicht wahnsinnig viel damit zu tun. Es ist so. Also ich finde schon, es zeigt quasi die Evolution, die Counter-Strike sein könnte. Ich sage nicht, dass es ein 1:1 in die Zukunft portiertes Counter-Strike ist, aber wenn sich Counter-Strike weiterentwickelt hat, dann könnte es genau dieses Spiel sein. Überleg da einfach einmal eine größere Version von Dust 2, in dieser Grafik umgesetzt, wo du dann halt mehrere Objectives drin hast, und schon sind wir wieder sehr nahe an Counter-Strike. Du hast am Anfang dieses Waffen kaufen und so, ja. Also Waffen kaufen, du kannst Loadouts oder auswählen. Ja, du kannst dich halt ausrüsten auf eine spezifische Weise, die sich dann auch, also allein schon, dass es so class-based ist, darüber haben wir ja noch gar nicht so gesprochen, unterscheidet es. Also es sind einfach viele, viele Details anders als Counter-Strike. Allein das Setting, dass du jetzt zwei Teams gegenüber hast, die halt auf einer Map gegeneinander spielen, das macht es jetzt noch nicht zu Counter-Strike. Aber es nimmt ein paar Inspirationen daraus, natürlich. Und allein schon wegen Insurgents gegen Sicherheitskräfte hat es eine erinnert einen auch daran. Auch das mit der Klassenbasiertheit ist es eher so, weil ich glaube, von den Base-Stats her oder so weiter sind die Klassen wieder wurscht. Da geht es rein um die Waffenauswahl, und de facto hast du eigentlich in Counter-Strike-Teams, wenn du jetzt nicht von Public-Servern sprichst. Waffenauswahl, da geht es schon auch um mehr. Also da geht's, die Ausrüstung kannst du in ganz große Details in Insurgency. Natürlich, aber es gibt jetzt keine unterschiedlichen Base-Stats, also es hat jeder andere Waffen zur Verfügung. Naja, aber du hast zum Beispiel eine bessere Panzerung und hast schon ganz andere Waffen, und manche haben auch eigene Fähigkeiten und müssen auch zusammen spielen. Das sind alles Dinge, die hat Counter-Strike nicht. Natürlich, aber es gibt auch
zumindest grob bei Counter-Strike sowas wie Klassen, weil der eine macht halt den Sniper, der andere ist halt mehr damit beschäftigt zu rushen. Es ist natürlich alles viel weniger komplex, was auch einfach der nicht fortgeführten Entwicklung dieses Spiels ist okay, lassen wir diesen, was ist es jetzt gleich oder nicht, ein bisschen aus der Diskussion raus, um das Klassensystem zu reden. Also sagen wir, ich habe vergessen die Zahl der Klassen, aber es gibt einen Commander, es gibt einen Observer, es gibt einen Nahkampfexperten, es gibt einen Sniper, es gibt einen Allrounder und jemanden, der mit Explosives herumhantieren kann. Und die spielen sich schon alle ziemlich unterschiedlich und man muss die auch alle mit der Zeit kennenlernen, weil außer den Rifleman sind alle anderen, also dieser Allrounder, sind alle limitiert. Also man kann auf einen Server kommen und der Marksman ist vergeben oder der Commander ist vergeben oder man braucht halt noch einen Observer, damit der Commander Luftschläge anfordern kann. Das ist zum Beispiel etwas, wo Klassen kooperieren müssen, weil der Commander und der Observer nur zusammen Luftschläge bestimmen können. Dazu müssen beide leben und in örtlicher Umgebung voneinander sein. Und das ist interessanterweise gut gemacht. Ich habe mir die ein oder andere Klasse wird sicher ein bisschen weniger von mir gespielt. So der Gunner zum Beispiel ist nicht immer meins. Aber ansonsten ist es so, dass ich eigentlich alle ganz gern ausprobiert und gespielt habe. Bist du schon an einem Punkt, wo du da ein bisschen was dazu sagen magst? Ich habe jetzt noch nicht alle Klassen durch, muss ich sagen. Wir haben es ja probiert mit Commander und Observer. Das ist nicht ganz ausgegangen, das mit auszuprobieren, weil ich halt irgendwo random durch einen Schuss aus irgendwo gestorben bin. Aber so grundsätzlich funktionieren die Klassen ganz gut. Ich habe den Gunner schon probiert, ich habe den Sniper schon probiert. Der Sniper ist auch für sich ganz witzig. Du musst halt echt gut wissen, wie du dich positionierst. Ja, also sie haben die Klassen gut gelöst. Für mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay, ja, also das ist halt auch ein Element, das da drinnen ist. Was das Spiel auch sich anders anfühlen lässt, ist neben dem prinzipiellen Gunplay, das ich super gelungen finde. Also bei fast allen Waffen hast du relativ schnell ein Verständnis dafür, wie sie funktionieren. Auch Dinge wie das Nachladen, das ja ganz was Eigenes ist. Also man hat eine begrenzte Anzahl von Magazinen und die kann man wechseln, wie man das gewohnt ist. Allerdings bleibt in den Magazinen entweder was drinnen, also du lädst nicht immer auf 30 hoch, sondern im einen Magazin sind dann nur mehr 5 drin und dann wechselst du aufs andere, wo 30 drin sind, schießt es runter auf 10 und dann wechselst du aufs nächste und dann irgendwann kommt wieder das mit den 5 oder so. Oder du kannst es schneller machen, dann schmeißt du das gleich ganz weg, dann geht dir halt irgendwann die Munition aus. Auch das ist etwas, bin auch kein Waffenexperte, aber ist wahrscheinlich authentischer als die anderen Shooter, die wir sonst so spielen. Ist auf jeden Fall der Grund, warum ich mal zu meiner Ausrüstung immer Extended Mag dazu nehmen, bei diesen Punkten, die du verteilen kannst, weil das sehr praktisch ist. Und es ist natürlich, wenn man Shooter gewohnt ist, bei denen Munition nicht unbedingt rar ist, also wir spielen ja viel PUBG, da hast du selten ein Munitionsproblem, also vielleicht ganz am Anfang vom Spiel, dann ist das natürlich eine Umstellung. Und du bist es von solchen Spielen gewohnt, dass du relativ großzügig auf den Nachladebutton drückst und das solltest du bei dem Spiel eher vermeiden. Da ist Munitionsmanagement schon viel, viel wichtiger, also auch was die einzelnen Magazine betrifft. Das ist ein harter Umstellprozess, muss ich gestehen. Aber es ist cool. Ja, ich finde das nämlich auch okay. Es ist sowas, du findest das am Anfang sehr komisch, weil man es einfach nicht gewohnt ist. Aber es ist nicht so, dass man das nicht akzeptieren kann. Also das ist eine dieser Regeln, die ist anders als sonst, aber man kann akzeptieren, dass das so gemacht wird, weil es nachvollziehbar so gemacht wird. Ja, es passt ins Setting, es gilt für alle und es ist etwas, das ist nicht unmöglich ist zu erlernen. Also das Spiel verlangt dir ja nichts Unmögliches ab. Du musst einfach eine Gewohnheit für dieses Spiel ablegen. Was auch gewöhnungsbedürftig ist, ist, dass es sehr wenig grafische Benutzeroberfläche gibt. Also Dinge wie eine Lebensanzeige fehlen. Ein Fadenkreuz. Ein Fadenkreuz oder eine, also deshalb schießt man eigentlich ständig über so über die, wie heißt das? Aim down sight. Auch keine Munition, die Munitionsanzeige ist auch nicht die ganze Zeit da im Prinzip. Das führt oft dazu, dass man, wenn man vergisst nachzuladen, plötzlich mitten im Kampf ohne Munition da steht, was scheiße ist. Aber auch das ist halt so dort, muss man akzeptieren und kann dann Spaß haben. Vor allem, es gibt ja Kompensationsmöglichkeiten. Man hat ja auch eine zweite Waffe mit, die man eigentlich selten benutzt. Das ist üblicherweise eine Pistole und die kann man auch sehr effektiv einsetzen. Einfach dadurch, weil man
weil es einfach ein paar gezieltere Treffer reichen, dass man tot ist. Und stimmt, wenn du jemanden aus kurzer Distanz zweimal in den Kopf schießt mit der Pistole, ist er halt auch tot. Ich finde eben, du sagst, man benutzt sie so selten, das kann ich gar nicht unterschreiben, das benutze ich sehr viel öfter als in allen anderen Shootern, weil ich hier eben, wenn man die Munition ausgeht, schnell auf die erste Waffe wechsle. In PUBG wechsle ich nie auf die Handfeuerwaffe, auf die Faustfeuerwaffe. Ne? Also die ist ja gut, aber da hast du schon mit zwei Hauptfeuerwaffen, die halt... Dass du zwei Maschinengewehre oder so. Ja, aber auch ich wechsle auch nicht aufs zweite Maschinengewehr. Also zwei Maschinengewehre habe ich nicht. Normal hast eine für kurz, eine für Long Range und du wechselst nicht auf die andere, wenn dir die Munition beim ersten ausgeht, sondern du schaust, ob du schnell nachladen kannst. Hier, schieße ich meine Maschinengewehr-Sachen raus und wechsle dann auf die Handfeuerwaffe im Close Combat, wenn es sein muss. Und wie du sagst, die ist auch effektiv. Es ist nicht sinnlos, das zu machen. Das Lustige ist, davon kann man eigentlich auch für PUBG lernen, weil was ich zum Beispiel bei PUBG immer noch nicht mache, aber machen sollte, ist zum Beispiel, wenn ich mit meiner Long-Range-Waffe bei der DMA oder so für irgendwen schieße, ich habe ein paar Mal getroffen, statt nachzuladen und damit Zeit zu geben, hinter irgendeine Deckung zu hüpfen oder so, ist es eigentlich besser, dann die, keine Ahnung, das Submachine Gun auszupacken und dann einfach mit Spray and Pray zu finishen. Also diesen fluideren Umgang mit den Waffen kann man sich eigentlich fast wieder mitnehmen von Insurgency zu PUBG. Ja, macht einen vielleicht zum besseren Spieler, aber hier auf jeden Fall gibt es wahnsinnig viel Sinn ich habe es also auch ganz viel selbstverständlicher gemacht. In anderen Shootern wäre es vielleicht auch sinnvoll, aber ich tue es aus irgendeinem Grund nicht. Hier, das Spiel vermittelt mir sehr gut, bam, du hast keine Munition mehr. Und weil das Nachladen so fucking lange dauert, gehe ich ganz automatisch auf Plan B über. Ja? Das bei PUBG zum Beispiel, wir kommen immer wieder auf das zurück, weil wir es einfach viel spielen, aber bei PUBG habe ich oft das Gefühl, wenn ich mich eine halbe Sekunde hinter einer Wand verstecken kann, lade ich eher die jetzige Waffe nach, als dass ich auf die Handfeuerwaffe wechsle, die einfach auch weniger effektiv ist. Hier ergibt es einfach instinktiv Sinn, die Handfeuerwaffe rauszuziehen. Und das hängt alles mit diesem fantastischen Gunplay und diesem Nachlademanagement einfach zusammen, dass beides... dass das Insurgency von anderen Spielen stark abhebt und sich deshalb auch eigenständig anfühlt, finde ich. Ja, man wird natürlich durch das Nachladesystem auch fast dazu gezwungen, dass man die Zweitwaffe stärker nutzt. Das stimmt schon. Ja, gut. Ich habe im Web gelesen, einige Leute haben Probleme mit Bugs, haben Probleme mit der Performance. Das ist was, das kann ich jetzt sehr schwer nachvollziehen. Ich habe eine 1070 Ti, auch beim Streamen auf Twitch hat das überhaupt keine Probleme vom Performance-mäßigen bei mir gegeben. Auch Bugs sind mir jetzt eigentlich wenige aufgefallen. Ich meine, ich habe teilweise gesehen, dass ich unten in einem Haus sitze und Typen, die im ersten Stock rennen, haben einen Schatten auf die Unterseite der Decke geworfen. Aber das war es dann auch schon. Nichts Urdramatisches, was ich jetzt miterlebt hätte. Ist das bei dir anders? Na, technisch habe ich eigentlich keine nennenswerten Probleme gehabt. Eben die Schatten, die du angesprochen hast, sind mir auch aufgefallen, dass es manchmal passieren kann, dass Schatten irgendwie durch Wände oder durch Decken halt gehen. Wenn ich dem Spiel irgendeine Schwäche ankreiden möchte, dann ist es eher, dass das Level-Design manchmal nicht ganz nachvollziehbar ist. Also es gibt zum Beispiel in mehreren Levels so Stellen, die eigentlich definitiv erreichbar ausschauen, keine Ahnung, so ein Steinplateau neben am Weg, das super wäre, um von dort aus zu snipern, auf das du nicht hinkommst, weil dort eine fucking unsichtbare Wand ist. Und sowas muss dann eigentlich auch nicht sein, weil es bricht einerseits die Immersion und zweitens ist es halt einfach nervig. Das habe ich jetzt nicht so mitgekriegt, aber andere Dinge, die mich doch gestört haben. Einerseits das Vaulting, ganz kurz dazu, das Vaulting funktioniert nicht immer so gut. Da ist man viele Probleme gewohnt, auch aus anderen Spielen, aber hier... Ja, also im Grunde ist es ja eh nur auf Fenster beschränkt. Na, natürlich schon auch auf Mauern und ein paar anderen Dingen, aber man kommt nicht so, man ist kein Free Climber, das mal sicher nicht, aber es ist auch ist ein bisschen buggy teilweise. Und das andere, was mir aufgefallen ist, weil du das Level-Design angesprochen hast, die grundsätzlichen Levels sind ziemlich geil, finde ich, aber im Game-Design am Level, da gibt es dann teilweise so Dings, es gibt so, nimm einen Punkt ein, und dann gibt es rund um diesen Punkt verbotene Zonen, mehr oder weniger. Da gehst du rein und das flasht dir dann am Bildschirm ein, du betrittst eine verbotene Zone. Und ich habe bis jetzt noch nicht ganz verstanden, warum es diese verbotene Zone gibt und was das genau soll. Das ist so der einzige Immersion-Punkt, der mir aufgefallen ist. Der wirft mich raus und ich weiß nicht wirklich, was das Spiel da jetzt von mir verlangt. Naja, sie wollten halt, ich glaube, sie wollten einfach quasi glaubwürdig wirkende Karten bauen und die Karte wirkt halt immer besonders glaubwürdig, wenn du jede Begrenzung von der Karte, die du haben möchtest, aus spielerischen Gründen mit einer Mauer zupflasterst.
Deswegen haben sie es wohl mit diesen Zonen gemacht, aber das ist halt auch wieder irgendwie merkwürdig. Ja, weil es ist einfach, ist ja nicht so, als würde ich mich jetzt so weit vom Kampfgeschehen wegbewegen, sondern solche Zonen sind teilweise 40, 50 Meter vom aktuellen umkämpften Punkt entfernt. Also das ist irgendwie, wenn du zu weit ins Gegnerreservoir vordringst, dann da lässt dich das Spiel das eigentlich nicht oder verdeutlicht dir, dass du da jetzt eigentlich nichts zu suchen hast. Finde ich ein bisschen seltsam gelöst, ganz ehrlich gesagt. Aber gut, hat mich jetzt auch nicht dauernd gestört. Es ist mehr so ein What-the-fuck-Moment gewesen. Aber sonst ja, habe ich eigentlich echt wenig zum Motschkern über das Spiel. Hast du noch was zu sagen? Ja, sie könnten mal ein eigenes Invite-System bauen, weil dieser Umweg quasi über das Steam-Overlay ist ein bisschen mühsam. Aber ich nehme an, das wird noch kommen, ist ja erst im Early Access das Ganze. Das Spiel ist draußen. Gilt mit oder das Final? Okay. Das Spiel ist final. Das Spiel ist draußen und kommt heuer auch irgendwann für Konsolen. Ich finde, das Invite-System ist jetzt nicht so wahnsinnig störend gewesen. Ich meine, ja, also ich mag es lieber, wenn es quasi direkt ins Spiel integriert ist, wie eben zum Beispiel bei PUBG und diversen anderen Titeln, wo man nicht zuerst irgendwie in einem Steam-Chat auf einen Button klicken muss und dann erst im Spiel selber wieder in ein Team zu joinen. Das ist ein bisschen komisch. Das könnte man vielleicht verbessern, aber das ist erst eine Detailkritik, sage ich einmal. Und weil du sagst, es kommt auf Konsolen, ich glaube, das ist eines dieser Spiele, die ich in meinem ganzen Leben nicht einmal auf einer Konsole jemals spielen wollen würde. Außer diese Konsole erlaubt es, eine Maus und Tastatur anzuschließen. Ja, ich bin da auch eher skeptisch. Also ich brauche es definitiv dort auch nicht, aber es kommt. Wollte ich jetzt einmal erwähnt haben. Damit hätten wir es eigentlich. Vielleicht noch zur Erwähnung, das Spiel ist kein Vollpreistitel, was mich angesichts des Production Value dann doch überrascht hat, eben insbesondere, weil dieses Gameplay sich so gar nicht billig anfühlt. Es kostet derzeit 27 Euro auf Steam, ich glaube noch bis April, das ist super fair, finde ich, für das, was es bietet. Und ich von meiner Seite bin mir auch ziemlich sicher, dass es eines von den Spielen ist, die ich auch nach dem Podcast wieder ansteuern werde. Also wir haben viele Games, die ich teilweise sogar ganz gerne spiele, aber die ich nach dem Podcast dann oft nicht mehr angreife. Bei Insurgency bin ich mir sicher, das wird seinen Platz in meinem Multiplayer-Alltag mal finden fürs Erste. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ich das gelegentlich wieder spiele. Also dass wir das PUBG nicht ersetzen oder so, aber so gelegentlich eine Runde Insurgency, why not? Zum Preis muss man sagen, die Rezeption vom Spiel ist bis jetzt recht gut. Ich gehe mal davon aus, dass sich das länger halten wird. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass wahrscheinlich früher oder später dort Mikrotransaktionen ihren Einzug halten werden für kosmetische Sachen. Ich weiß nicht, ob die Entwickler sich schon dazu geäußert haben, aber langfristig wäre es eine logische Entwicklung. Aber das ist schon sehr langfristig. Ich meine, das Spiel ist jetzt seit Ende Dezember draußen und momentan ist es ein Kauftitel, der noch nicht mal ansatzweise irgendwas von Mikrotransaktionen hat. Schauen wir mal, brauchen wir den Teufel noch nicht an die Wand malen. Wenn ihr mit uns mitspielen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun. rebel.at/Discord, da kommt ihr auf unseren Discord-Channel, wo ein paar Leute schon dabei sind, die das jetzt mit uns spielen. Auf rebel.at könnt ihr natürlich auch diesen Podcast, den ihr gerade hört, immer abonnieren. Ebenso wie auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Castbox, auf YouTube oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Wir sind da überall vertreten. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über Kommentare und gute Bewertungen auf diesen Plattformen. Dann finden auch andere Leute unseren Podcast und das würde uns sehr helfen, einfach ein bisschen die Reichweite aufzubauen. Macht natürlich mehr Spaß, für mehr Leute zu reden. Gut, damit hätten wir es diese Woche. Wahrscheinlich, wie gesagt, nächste Woche ein Podcast über Into the Breach, aber wir haben auch noch ein paar andere Spiele in der Pipeline, die da möglicherweise sich vordrängen. Aber ja, gehen wir mal von Into the Breach aus, oder Georg? Ja. Sie hat auch gemeint, er würde ganz gern drüber sprechen. Danke jedenfalls, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören gerne eure Kommentare auf dem Discord-Channel oder auf Facebook und Twitter. Bis zum nächsten Mal. Wie immer sonntags um 18 Uhr. Ciao. Tschüss.